Das lang ersehnte Duschgel-Sammlungsvideo kommt endlich. Ich wollte mich wieder davor drücken, ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich habe auch schon 3-4 Mal angefangen, das Video, weil ich komme irgendwie nicht auf den Nenner. Ich zeige euch jetzt einfach die Duschgele, die ich im aktuellen Backup-Kasten noch habe. Fangen wir auch gleich mal an. Am besten mit den 3 Victoria's Secret, die da gleich oben drauf liegen. Ich habe einmal das Amber Romance, das ausschaut wie Saw, sorry dafür. Ich weiß gar nicht, warum das so arg ausschaut, aber okay. Einmal das Amber Romance, da habe ich, glaube ich, habe ich das Parfum noch davon? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber das Duschgel will ich nicht hergeben, weil die gibt es ja nicht mehr, die Duschgele. Jedes Mal, wenn ich die nämlich in Videos herzeige von mir, fragen mich urviele, woher ich die habe. Das Problem ist damals, wo, ihr seht ja, das ist ja die alte Verpackung. Zu der Zeit, wo sie die alte Verpackung rausgenommen haben und die Verpackung umgestellt haben, ich habe die neue Verpackung nämlich noch gar nicht, seitdem gibt es die Duschgele nicht mehr. Die Bodylotion schon, aber die Duschgele leider nicht mehr. Was ich auch schade finde. Jetzt wäre mir fast ein Duschgel runtergefallen. Aber ich habe es noch mit meinen Beinen aufgefangen. seitdem gibt es sie nicht mehr. Ich finde das selber wohl schade. Ich weiß auch gar nicht, ob Victoria's Secret selber wird die sicher noch, glaube ich, verkaufen, die Duschgele. Aber bei uns, bei Müller, gibt es die leider nicht mehr. Und ich habe halt noch ganz, ganz viele, weil ich die damals dann reduziert gekauft habe. Falls wieder Fragen aufkommen, woher ich denn so viele habe. Nehmen wir gleich das, wenn es mal gleich in die Arme fliegt. Das ist von Balea ein Duschgel. Dieses Paradise Peach mit Ananas und Kokos. Das mag ich ja auch extrem. Also das war ja so eine Limited Edition von vor 2 Jahren oder so. Das ist auch eigentlich schon abgelaufen. Aber es riecht noch normal, also. Ja. Ich habe, glaube ich, die Bodylotion auch davon. Sollte ich dieses Jahr im Sommer unbedingt mal verwenden. Es wird nämlich schon besser mit dem Eincremen. Es ist trotzdem noch so ein bisschen so, ne, aber es wird schon besser. Ein Isana-Duschgel. Ich habe da sogar noch eines, weil das ist zweimal dasselbe. Das habe ich mir ja damals in Budapest gekauft. Das ist dieses Lemon and Lime. Steht auch auf Ungarisch, glaube ich, drauf. Aber ich finde, das riecht extrem gut. Ich habe es zweimal gekauft, weil ich komme ja nie wieder zu Rossmann. Besonders jetzt in der jetzigen Situation nicht. Aber es riecht so genial. Das riecht so genial. Ich liebe das. Ich bin so froh, dass ich da dran gekommen bin. Eigentlich habe ich da noch irgendwo eine Melone, aber das sehe ich. Oh ja. So, noch 3 Isana-Duschgele, die ich mir auch mitgenommen habe, wie ich in Budapest war. Was man kaum an dem... Naja, da steht es auf Deutsch drauf. Lustig. Da steht es auf Deutsch drauf. Ich habe eine Melone ja letztes Jahr oder dieses Jahr. Irgendwann habe ich eins ja aufgebraucht gehabt von diesem Melone, weil ich ja eh 3 mir genommen habe. Da habe ich mir gedacht, okay, dann brauchst du eins mal auf. Und ich liebe dieses Duschgel. Ich bin froh, dass ich mir noch 2 mitgenommen habe. Ich bin froh, dass ich mir noch 2 mitgenommen habe, weil ich mag das echt gerne. Und das war ja eine Limited Edition und ja, da bin ich so froh, dass ich dran gekommen bin an die. Das riecht nämlich wirklich geil, wie ein künstlicher Melone-Kaugummi. Und ich stehe auf sowas, also wer mich kennt, weiß das. Was ich ja auch sehr, sehr gerne hatte, ist wieder von Isana. Da habe ich ja die alte Variante sehr gern verwendet. In die alte Variante habe ich mich ja extrem verliebt gehabt und ich habe gehofft, dass es das noch gibt. Und ich hatte Glück und es gibt es noch. Ich liebe das. Ich weiß nicht, ob es noch genauso riecht wie früher. Aber ich habe mir deswegen nur eins, glaube ich, mit... Na, no, ich habe doch noch eins. Ups. Habe 2 davon. So viel zu, ich nehme mir nur eins mit. Also da habe ich mich abgeschleppt bei dem Einkauf. Das war nicht mehr normal. Aber ich habe Gott sei Dank welche. Weil, wie gesagt, man kommt ja da nicht so gut dran in Österreich. Deswegen ist es, finde ich, vollkommen okay, wenn ich da zugeschlagen habe, würde ich jetzt mal sagen. Irgendwie kleben die alle. So. Balea. Ich weiß nicht, ob ich dann daran noch erinnern könnte, aber ich habe das Melone, sage ich schon. Das Mango. Jetzt muss ich schauen, welche Sorte das ist. Ich bin richtig verwirrt. Ich habe das Mango ja sehr, sehr gern verwendet, habe mir das sofort nachgekauft, obwohl ich ja, wie ihr seht, so viel habe. Daraufhin haben sie es dann aber aus dem Sortiment genommen und da war ich mega sauer. Boah, ich habe das so geliebt. Das war so gut. Und seitdem habe ich mir dann keins mehr aus dem Standardsortiment gekauft, weil kaum hast du es gekauft. Weil ich habe ja so eine große Sammlung, kaufe ich es natürlich nicht nach und deswegen, ja, was muss ich euch dazu noch sagen? Die limitierten kaufe ich mir natürlich schon, so wie das hier noch. Das ist dieses Silky Diamond, das nach Karamell und Beeren riecht. Da habe ich mich echt geärgert, dass ich mir nicht noch eins gekauft habe. Ich habe nämlich nur das eine. Ich meine, ist eh bei meiner Sammlung ist eh genug.
würde ich jetzt mal sagen. Aber das riecht extrem gut. Und die Verpackung ist so wunderschön. Also da ärgere ich mich schon, dass ich kein zweites habe. Aber ich werde es überleben. Ich werde es überleben. Zwei von Yves Rocher habe ich auch noch. Und irgendwo habe ich dann noch ein drittes gesehen. Genau. Und ich glaube, dass die drei meine einzigen sind, die ich noch habe. Von dieser... Ja, Dienst, du Monere, wenn man das so ausspricht. Einmal das Macadamia, das ich ja extrem geliebt habe. Das Lila Reis, Orange und das Macadamia waren meine drei Lieblingsduschgele von der Marke. Und leider haben sie es aufgelassen, diese... Ja. Da habt ihr das Macadamia. Dann haben wir hier einmal das Orange. Das habe ich ja uroft nachgekauft und mit meinem Bruder sogar teilt. Das ist aber jetzt mein letztes. Und das... Carambola Duschgel. Das riecht aber auch gut. Das habe ich, glaube ich, nur einmal gehabt und einmal ein Backup gehabt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja, noch eins von Yves Rocher. Das habe ich mal gratis, glaube ich, zu einem Einkauf dazu bekommen. Und das ist das Green Tea von dieser neuen Duschgel-Serie. Ich finde das aber auch nicht schlecht. Vom Duft her finde ich es nicht schlecht. Bin gespannt, wie es in der Dusche ist, aber vom Duft her finde ich es echt genial. Vom Duft her finde ich es wirklich genial. Mal gucken, wie es dann ist, wenn ich es verwende. Noch ein Balea-Duschgel. Irgendwie ist das überwiegend Balea da drinnen. Fragt mich nicht, warum. Balea, das war auch eins aus dieser Limited Edition. Cabana Dream. Maracuja und Pfirsich. So sieht das aus. Es haut in die Augen aus bei der Verpackung. Aber es riecht urgut auch. Ich bild mir ein, da habe ich auch die Bodylotion, aber ich weiß nicht auswendig, von wem da die Bodylotion noch gab und von wem nicht. Aber die Verpackung ist extrem schön gewesen. Ein Aveo-Duschgel, was ich ja früher voll gerne benutzt habe. Das ist dieses Pina Colada. Ich glaube, da habe ich sogar nur noch eines, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber ich mochte das ja sehr, sehr gerne. Das hatten die auch eine Zeit lang wieder im Sortiment, aber es roch ganz anders. Ach, kriege ich schon wieder Schluck auf. Aber das mag ich wirklich, wirklich gerne. Ich finde es schade, dass das nicht mehr gibt. Ich muss schauen, ich komme so selten zu dem Duschgel-Regal. Eben, weil ich bloß nichts kaufen will. Ich meine, ihr seht ja, wie viel ich habe, da brauche ich ja gar nicht diskutieren drüber, aber das hier, das ist echt gut. Das ist echt gut. Dann habe ich noch eins von Yves Rocher. Irgendwie ist das ja auch Balea und Yves Rocher-lastig. Das war eine Limited Edition von einer Weihnachtskollektion. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was ich noch habe. Da gab es nämlich eins mit Cranberries und Mandarine und die zwei habe ich aufgebraucht. Aber bei dem habe ich mich irgendwie nicht drüber traut, weil das gibt es ja nicht mehr. Aha, ich weiß schon warum. Ja, das riecht echt geil. Da habe ich sogar noch eine Seife, die Bodylotion auch. Und von Victoria's Secret gibt es jetzt einen Bodyspray, der genauso riecht wie das hier. Und in dem bin ich mega verliebt. Aber darf ich mir nicht kaufen. Ich habe eh so viel Zeug, wie ihr seht. Happy Melon. Von Trexel, irgendwas Moon. So. Das habe ich ja auch gern benutzt. Da stick ich gleich. Puh. Jetzt gerade, wenn man so viel an Sachen riecht, riecht das echt komisch. Aber es, ja. Ich soll es mal aufbrauchen. Aber diese großen Duschgele, da brauche ich immer sehr, sehr lang dafür. Aber vielleicht sollte ich es mal in die Badewanne stellen. Von Dermacol habe ich auch ein Duschgel. Das ist das Black Cherry. Und das ist ja... Also diese Dermacol sind... Das riecht jetzt auch nicht so gut. Ich sollte aufhören, an allen zu riechen. Dann fangen die an zu stinken. Die anderen, kennen sie das? Aber ich weiß, dass es eigentlich gut riecht. Und ich mag ja die Dermacol-Sachen voll gern. Ich habe ja eins vor kurzem aufgebraucht und ich traue dem so hinterher. Aber okay. Zweimal das Hugo Boss Duschgel. Wird Zeit, dass ich das Parfum verwende, sage ich mal. Damit ich auch das Duschgel und irgendwo habe ich auch Bodylotions auch, glaube ich. Wird Zeit, dass ich die verwende. Ich bin in letzter Zeit so ein Junkie, dass ich von dem das Duschgel und die Bodylotion haben will. Also irgendwie, weiß ich, wo da der Wurm drinnen ist, aber irgendwie will ich das immer unbedingt haben. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr was habt, was ihr nicht aufbrauchen wollt? Bei mir ist es auf jeden Fall das hier. Das habe ich mir von Budapest mitgenommen. Das sind diese Organic Shop Body Desserts. Und ich finde die so... Also die... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hoffe, dass mir das auch so gut gefällt, wie es hier mich anspricht. Also die Verpackung ist ja mal mega. Und ich habe... Dort gab es ja auch Tester. Das war nämlich in einem Müller und die hatten das... Und
die Düfte waren mega geil, weil sie auch das da hatten. Und deswegen habe ich mir damals das und noch eine andere mitgenommen. Und ja, ich will das nicht verwenden. Aber was soll ich machen? ja, ein Palmolive-Duschgel. Da habe ich sogar zwei jetzt gerade da oben liegen. Einmal das Mint Shake und einmal das Berry Delight. Das Berry Delight hatte ich, glaube ich, noch nie. Das ist mein erstes von denen. Und das Mint Shake hatte ich ja schon öfter. Das ist ja mein absoluter Liebling. Wenn ihr mich schon länger schaut, wisst ihr das auf jeden Fall. Weil das ist mein... Ich liebe dieses Duschgel. Bei uns bei Müller sind die ja leider komplett auflassen worden, weil ich mochte die echt gern und ich verstehe nicht, warum die auflassen haben. Kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Ich habe hier nämlich auch noch das Kokos auch. Die habe ich mir dann, glaube ich, in Tschechien gekauft, weil da gab es das noch. Und ich glaube, wenn ich die dort wiedersehen würde, würde ich die auf jeden Fall wieder kaufen. Also da habt ihr noch das Berry Delight und das Coconut Joy. Und ich liebe diese Duschgele und ich verstehe nicht, warum die auflassen haben. Das Berry riecht auch gut. Das ist das erste Mal, dass ich dran rieche, aber das riecht auch extrem gut. Und das Kokos, das habe ich auch schon mal aufgebraucht, das ist auch mega. Boah. Also ich verstehe das nicht, warum die aus dem Sortiment genommen haben. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wirklich nicht. Und ich bin froh, dass ich noch drei davon habe. Dann haben wir von Balea das Tropical Sunshine mit Orange und Mango. Sieht so aus. Das ist wieder von dieser Limited Edition, wo ihr schon zwei davon gesehen habt. Sollte ich jetzt wirklich im Sommer mal aufbrauchen. Also die sollte ich mal ganz vorne in den Kasten hinstellen und die unbedingt als nächster leer machen, weil die habe ich echt schon lange und sind eigentlich schon 2017 abgelaufen. Upsi. Von Aveo noch ein Duschgel. Das ist halt sehr glibberig irgendwie, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich da schon mal eins leer gemacht habe. Das war das Mint and Melon Duschgel. Da kann ich mich noch ganz genau erinnern, die Mino und ich haben das gesehen und wir haben gesagt, na, wir können sich kein Duschgel kaufen, wir haben noch so viel. Dann haben wir es uns trotzdem gekauft. Das riecht aber urgeil. Das riecht wirklich geil. Da gab es mal so eine Milka-Schokolade und genau die riecht so danach. Also wie das Duschgel. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Dann habe ich hier zweimal die Zuckerschnute. Aber die alte Variante irgendwo, ich habe noch ein paar vergessen, fällt mir gerade auf. Vielleicht hole ich die dann noch, wenn ich mit den paar durch bin, die ich da habe. Ich glaube, ich sollte mich auch ein bisschen dummeln, damit das Video nicht allzu lang wird. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller und werde euch dann die Duschschaum und Duschpeelings, weil ich glaube, die habe ich auch nicht da drin, und die Duschschaum, Duschpeeling und die anderen Zuckerschnute holen, weil da fehlen auf jeden Fall noch welche. Das ist die neue Zuckerschnute in Anführungsstrichen. Viele waren ja davon enttäuscht, aber ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlecht. Ich mag's. Es riecht nicht exakt wie die Zuckerschnute. Ich finde, sie riecht sogar ein bisschen besser. Aber vielleicht bilde ich mir das auch ein. Das habe ich auch zweimal, weil da habe ich auch die große Bodylotion davon. Das ist das Vanille und Kokos. Mag ich auch vom Duft extrem. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das hinpasst, weil da ja auch Kokos dabei ist. Ist das eher was für den Winter oder eher was für den Sommer? Ich würde sagen Herbst. Frühling, Herbst. Oder? Ups. Aber das ist auch sehr interessant, das Duschgel. Dann, das habe ich mir beim Tiki Mix mal gekauft. Das Fruitworks, das riecht urgeil. Strawberry und Pomelo. So sieht das aus. Das erinnert mich an ein ganz, ganz altes Duschgel von Yves Rocher. Was ich als Kind immer hatte, was mir meine Mama extrem gekauft hat. Genau an das erinnert mich das. Dann habe ich das Nutmeg Coffee Cake Duschgel. Gibt es ja auch nicht mehr, war ja auch eine Limited Edition. Ich habe von diesem Trestle Moon oder Trestle Moon noch extrem viele, so wie das Marshmallow Heaven. Das mochte ich ja auch extrem gerne. Habe ich mir damals sogar um 2,50 Euro beim DM reduziert gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich dann noch eins habe, aber werden wir gleich sehen. Das hat mir meine Cousine mitgebracht. Das war das Cookie Dough, weil ich das unbedingt haben wollte. Und das gab es damals nur in Deutschland. Und das Cola habe ich auch noch. Das Funny Cola Sparkle. Das mochte ich auch extrem gerne. Ich meine, wenn du es eine Zeit lang verwendest, ist dir auf die Nerven gegangen. Aber wenn es leer war und ich habe es dann eben aufgebraucht, nochmal zeigt, habe ich schon vermisst. Also es ist irgendwie so ein... Eine Hassliebe zwischen Trestle und Trestle Moon und mir. Dann, das ist auch von Tiki Max, genau. Das ist dieses, ich weiß die Marke nicht, Bath and Shower heißt die Marke. Und das riecht auch so gut. Nun kann man das auch nicht nachkaufen. Das riecht wie so ein Zitronenkuchen. Ich liebe das.
Und das Problem ist, dass es nicht mehr gibt. Ich habe es euch nicht genauer gezeigt. Weil da sieht man auch so einen Zitronen-Cupcake und Limette und... Was soll ich euch sagen? Oh, ein Duschpeeling habe ich da. Das ist das Duschpeeling Wassermelone. Und das fand ich ja extrem geil. Ihr wisst ja, ich habe da den Badezusatz gehabt, den Rasierschaum gehabt und alles mögliche. Weil Melone ist richtig mein Duft. Und deswegen eins habe ich noch. Ich glaube, aber ich habe eigentlich mehr. Aber mal schauen, wenn ich dann die anderen Sachen noch hole. Dann habe ich hier die Le Corporel Duschgel von Biotherm. Mag ich auch sehr gern. Nur erinnert mich das halt ein bisschen an meine Mama, weil die hat das so gerne verwendet. Von Davidoff Run Wild das Duschgel, weil ich da den Duft auch habe, habe ich mir das Duschgel einbildet. Ich warte ja nur drauf, bis ich mir die Bodylotion kaufe, aber hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Ich habe da ganz, ganz viele parfümierte Duschgele und so noch. Einmal noch das Nectar Love, weil das habe ich mir extrem eingebildet, weil ich habe das Parfum jetzt auch, weil ich habe von dem Tester, wo noch ein bisschen was drin war, habe ich mir das damals ausgesucht. Ja, ich mag den Duft auch. Ups. Aber ich bin mir zu geizig, den zu kaufen. Da löst sich schon die Verpackung auf. Das ist von Roberto Cavalli, das Aqua. Da gibt es den Duft nicht mehr. Aber ich habe das Duschgel, sowohl auch die Bodylotion. Und von Cavalli gibt es einen Duft, den liebe ich abgöttisch. Das ist einer meiner Lieblingsparfums. Da fliegt gleich alles drin rum. Das ist das Goldene von Cavalli. Und den liebe ich extrem. Also den Goldenen, das ist einer meiner Lieblingsparfums. Da habe ich halt das Duschgel auch, weil da hatte ich mal ein Set, das habe ich mal, glaube ich, mir gekauft. Weil einmal habe ich das zum Geburtstag bekommen, das war schon lange her, das war am Anfang von meiner Müllerzeit. Und dann habe ich mir das Set nochmal nachgekauft, weil mich das auch so an die Anfangszeit erinnert, wo ich beim Müller angefangen habe. Klingt vielleicht voll blöd, aber was soll ich machen? Man, du dürfte eben mit Erinnerungen verbinden, oder nicht? Ein Lacoste-Duschgel, das ist dieses Sparkling, da habe ich sogar jetzt aktuell wieder den Duft. Den habe ich zu Weihnachten mir aussuchen dürfen. Den Duft finde ich ja mega und ich bin froh, dass ich den wieder habe. Ich habe ganz vergessen, dass ich davon das Duschgel habe. Das habt ihr erst in einem Haul-Video von mir gesehen. Das ist dieses Peeling von Trexel Moon. Was so nach Nim 2, finde ich, riecht. Dann habe ich noch 4 Peelings von dem Terra Naturi Kaffee und Kokos Peeling. Ne, 3, Nummer 4. Und ich liebe das. Und ich habe noch 4, aber ich hätte gerne mehr gehabt. Aber ich habe eh keinen Platz dafür. Also bin ich froh, dass ich nicht mehr noch mehr davon habe. Nicht mehr noch mehr. Das war kein deutscher Satz. Dass ich nicht noch mehr mir gekauft habe. So. Oh. Von dem goldenen Cavalli habe ich sogar das Duschgel in groß. Super. Super. Ja. Dann habe ich noch von Trekkelmuth, ich muss mir wieder das dann abgewöhnen, das Snow Rose Princess. Ich lasse euch das mal durchlesen. Ich hoffe, man kann es lesen. Da kannst du auf Stopp drücken. Ja, das hat mir ja meine Cousine zu Weihnachten geschenkt. Ich finde den Duft sehr gut. Wegen dem Spruch sage ich jetzt mal nichts. Das riecht echt geil. Ich bin nicht der Rose-Fan, aber das riecht echt geil. Das ist ein bisschen flüssig und ich glaube, ich werde das mir ins Badezimmer stellen. Das ist von The Body Shop, das Almond Blossom Duschgel. Und ich glaube, das stelle ich mir ins Badezimmer, aber das wird schon ein bisschen komisch. Von The Body Shop habe ich auch noch welche. Gar nicht mehr so viele wie früher. Früher war ich ein richtiger Body Shop Junkie. Und da habe ich noch das Banane Duschgel. Ich weiß, viele mögen ja Banane Duft nicht, aber ich liebe Banane. Und da habe ich auch die Body Lotions und so davon. Und das Vanilla Pumpkin. Das habe ich mir damals gekauft, wie es reduziert waren. Ich böses, böses Ding. Dann habe ich hier noch parfümierte Duschgele. Einmal das Jill Sander Simply, das Pudre. Ich liebe das. Den Duft und dieses Duschgel. Also ich habe es noch nicht mal verwendet und lieb schon. Ich habe auch die Bodylotion, ach davon, jetzt ist mir gerade daneben geflogen. Ich habe auch die Bodylotion auch davon und ihr wisst ja, dass ich den Chisana Pudre Duft sehr, sehr gerne mag. Ich hoffe, ihr wisst das. Und ich bin in letzter Zeit so ein Junkie, was Duschgel von Düften betrifft. Das gibt es ja nicht mehr. Also dieses CK2, das ist einer meiner absoluten Lieblingsparfums und den gibt es nicht mehr. Weder Duschgel noch irgendwas gibt es davon. Die Bodylotion habe ich davon leider nicht mehr erwischt. Leider nicht mehr. Aber den Duft liebe ich abgöttisch. Den habe ich ja beim Tiki Max in so groß bekommen. Also in 250 ml oder so. Ja. Dann habe ich noch 2 kleine. Das habe ich auch zu Weihnachten bekommen. Das war das Mon Paris von Yves Saint Laurent. Das ist aber ein Duschöl.
Ich habe aber den Duft dazu leider nicht, fällt mir gerade auf. Nein, ich werde mir nicht kaufen, keine Sorge. Und einmal das Lavier Bales verfärbt sich aber schon, finde ich. Sollte ich vielleicht auch mal aufbrauchen. Ich habe den Duft sogar noch in groß, also sollte ich vielleicht mal aufbrauchen. Von Dermacol habe ich auch noch zwei Duschgele. Einmal das Aprikose Melone und einmal das Pink Grapefruit. Beide hatte ich noch nie, aber ich bin gespannt, wie die sind. Die werde ich dann im Sommer irgendwann verwenden. Nur ist die Frage, wann, weil ich ja so viele habe, die ich im Sommer verwenden könnte. Duschpeeling und Duschschaum von Biotherm habe ich auch. Von diesen Revitalizing Blends von dieser türkisen Reihe. Und ich finde die Farbe so schön. Ich wollte mir die Bodylotion kaufen, die ist bei uns aber jetzt aus und ich wollte sie mir trotzdem noch bestellen, habe es aber nicht gemacht, ich war brav. Ich werde es auch gar nicht machen, also ich werde nur das verwenden und dann war es das. Ich finde das ein bisschen schade, irgendwie will ich sie doch haben, aber ich habe eh so viel Zeug und ich kann das eh niemals in meinem Leben aufbrauchen, also wieso sollte ich mir dann das auch noch kaufen? Böse, böse, böse. Dann habe ich hier das Yves Rocher Bio Hafer. Das riecht ja auch so geil. Ich habe vor kurzem die Handcreme wieder verwendet und ich will das unbedingt verwenden, weil ich liebe diese Haferreihe. Ich habe die ja extrem geliebt früher. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber ich habe die geliebt. Und das ist mein letztes Backup, also sollte ich es auch bald verbrauchen. Von Yves Rocher habe ich noch zwei Sachen. Wieder das Duschpeeling von diesem Birne Kakao war das, wo ich auch das Duschgel habe davon. Und das Duschgel Apple Delight, was es mal vor Jahren auch gab, was auch schon extrem flüssig ist, wie ihr das sehen könnt, sollte ich auch mal verwenden. Aber ich glaube, das werde ich dann dieses Jahr im Winter verwenden. Das Video wird unendlich lang werden. Ich habe mich jetzt gerade versucht zu dummeln. Ich habe da noch ein paar Duschschaum und noch ein paar Duschgel gefunden. Ich hoffe, dass ich jetzt alles habe und nicht noch irgendwas finde. Wenn ja, tut es mir leid. Leute, ich werde mir dann auf jeden Fall ein paar Sachen schon ins Badezimmer stellen, um die aufzubrauchen, weil ich habe so viel Zeug. Und Duschgel will ich nicht weggeben. Ihr habt es ja gesehen, beim Gesichtspflegevideo war ich so brav und habe ein paar Sachen aussortiert, aber bei Duschgel, da kenne ich keine Grenzen. Nö. Ich zeige euch mal als nächstes ein, bin ich aus der Puste, Annemarie Berlind Duschpeeling. Sieht so aus. Vielleicht sollte ich es auch aus der Verpackung nehmen, dann hätte ich ein bisschen mehr Platz im Kasten, aber wird wohl überbewertet. Ich habe das noch nie probiert, aber wir haben das auf einer Schulung mal gezeigt bekommen und ich fand das nicht schlecht. Und ich war extrem froh, dass wir das dann geschenkt bekommen haben. Oder sie haben uns das gezeigt, glaube ich, bei Ihnen. Ich weiß nicht mehr. Aber ich wollte es damals unbedingt haben und wollte es mir aber nicht kaufen. Dann habe ich noch zwei Duschschaum von Marbert. Ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen, weil die Verpackung so spiegelt. Ich hatte ja sehr viele Duschschäume von dem und ich liebe diesen Duschschaum. Ich habe auch das Parfum davon und die zwei will ich dann unbedingt erst verwenden, wenn ich den Duft verwende. Weil ich so verliebt bin in den Duft. Ich habe mir den damals dann sogar extra gekauft. Ich habe sogar ein paar Duschschaum dann geschenkt bekommen, sogar von der Dame vom Außendienst. Weil ich gesagt habe, dass ich das eine absolute Frechheit finde, dass das nicht mehr gibt. Und sie hat dann noch eines gehabt und hat mir dann eins noch geschenkt. Das fand ich voll cool. Habe ich mich voll gefreut. Ich bin ein bisschen verwirrt. Duschschaum habe ich auch extrem viele, noch sogar zum Beispiel von Bilou habe ich da jetzt zum Beispiel noch drei. Dem bin ich ja hinterhergerannt wie so ein kleiner Teenager, was eh unnötig ist. Das Lovely Peach von Bilou. Aber okay. Das Melone habe ich auch noch und das Coco Cocktail. Die drei sind meine letzten und dann habe ich keines mehr von ihr. Ich finde die Verpackung eigentlich ganz süß. Ich finde das von Weiß auf, also das Weiße und dann das Bunte finde ich auch eigentlich voll schön, aber ich werde mir keine mehr von ihr kaufen. Nein, werde ich nicht. Von Kneipp habe ich auch einen. Das war der Melone Duschschaum. Den habe ich sogar einmal aufgebraucht. Ich habe ganz vergessen, dass ich den sogar nochmal habe. Ah, den fand ich gut und da freue ich mich schon im Sommer dann drauf, den zu verwenden. Obwohl blöderweise alle eigentlich für den Sommer sind, die ich da habe. Zum Beispiel die beiden hier. Und da bin ich so froh, dass ich da noch Backups von dem habe, weil den mochte ich auch extrem gern. Der hat so gut gerochen und die Haut ist butterweich danach. Das ist so ein After-Sun-Duschschaum. In den bin ich so verliebt. Und das sind meine letzten zwei Backups. Dann habe ich keine mehr. Echt doof. Echt, echt doof. Dann habe ich noch einen Duschschaum von Dresdner Essence. Ja. Von Dresden Essence, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich den habe. Das ist so ein lilaner, so ein blumiger Duft, glaube ich. Ja, aber der riecht wie ein Parfum, den ich kenne.
Aber der ist nicht schlecht. Vielleicht stelle ich mir den auch als nächstes in die Badewanne. Weil der riecht echt interessant. Von Duschdas habe ich auch noch einen. Exotic Feeling. Die kann man ja auch als Rasierschaum auch verwenden. Das sind die, was ich mir damals beim Action gekauft habe. Finde ich jetzt auch eher Sommer. Deswegen mal schauen, wann ich den verwende. So wie den hier. Den habe ich ja zweimal gehabt. Das war von Tiki Max ein Duschschaum. Den Banane. Und ich liebe ja Banane. Das wisst ihr ja jetzt schon mittlerweile. Und es gibt aber viel, viel, viel zu wenig Sachen mit Bananeduft. Viel zu wenig Sachen. Und der... Ich fand den echt gut. Der ging halt urschnell leer, weil der Schaum ist halt nicht so fluffig wie jetzt von Dresdner Essence oder von Balea oder so. Oder von Biotherm. Von Biotherm sind die Schäume auch mega. Aber ich finde das trotzdem gut. Und für 4 Euro fand ich es auch vollkommen okay. Also ja, ist halt schon ein bisschen teuer. Aber wenn man denkt, wie viel die anderen kosten, ist das, finde ich, vollkommen okay. Ein Biotherm-Duschschaum. Wortgott sei Dank habe ich auch noch. Den habe ich zu Weihnachten von meinen Mädels bekommen. Da bin ich ganz, ganz stolz drauf. Da habe ich sogar die Bodylotion noch davon. Und ich freue mich schon, wenn ich den verwende. Mit der Bodylotion in Kombination. Ich liebe diese Duschschäume von Biotherm. Einen Balea-Duschschaum habe ich auch noch. Hawaii Dream. Den habe ich mir damals um 1 Euro reduziert gekauft. Den hatte ich nämlich schon mal und habe mich so verliebt in den, dass ich den dann gesehen habe und mir gedacht habe, scheiß drauf, ich kaufe mir den einfach. Ja, wie ihr seht, sind das alles eher Sommerdüfte. 3 Sachen habe ich noch, dann haben wir es endlich geschafft. Ich habe einmal das Duschpeeling noch von Balea, was ich jetzt gerade aktuell in Verwendung auch habe. Ich habe gar nicht mehr so viele Peelings, fällt euch das auf? Außer die in dem Tiegel habe ich so in der Tube nicht mehr so viele. Da bin ich relativ braver geworden. Außer das von, wie heißt das, von Berlin. Verdammt. 2 Zuckerschnute habe ich nur noch. Dann ist es aus mit dem alten Zuckerschnute. Eines habe ich nämlich gerade noch im Badezimmer stehen, was ich weiß. Ja, finde ich aber nicht schlimm. Früher hätte ich gejammert und mir gedacht, ich will das unbedingt nochmal haben. Jetzt, ich habe es gesehen, wie viel ich habe. Es stört mich nicht. 2 habe ich eh noch und das neue habe ich auch. Da kriege ich gleich Schluck auf. Das neue habe ich auch 2-mal, deswegen finde ich das jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich werde das auch umschlichten so in dem Kasten, dass ich die alten Sachen zuerst verwende, die wirklich schon abgelaufen sind. Da habe ich jetzt gesehen, dass das auch 2018 abgelaufen wäre, im März. Das mit dem Wegräumen wird jetzt eine Katastrophe werden. Wird jetzt wirklich eine Katastrophe werden. Es ist so bummvoll. Ich habe mir aber jetzt gedacht, dass ich vielleicht die Sachen, die jetzt schon ablaufen oder abgelaufen sind, sage ich mal, dass ich die auf die Seite lege und dann benutzen werde. Duschschaum habe ich mir eh jetzt schon einen auf die Seite gestellt. Auch das werde ich jetzt demnächst verwenden, weil das ist auch schon so ein bisschen an der Grenze, glaube ich. Aber ja. Und Peelings, ich bin eh brav im Aufbrauchen mit den Peelings. Ich muss mich nur ein bisschen zusammenreißen, dann wird das schon. Und mehr aufbrauchen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch war und ich am Anfang nicht wusste, was ich reden soll. Weil mir ist es immer noch unangenehm, die Sammlung zu zeigen, obwohl ihr es ja sehen wollt. Aber ich will keine blöden Meldungen hören, weil ihr wollt es ja auch sehen, oder? Also dürft ihr dann nicht blöd meckern oder so. Wäre nicht so nice. Aber okay. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!